um die deutsche Fußballmeisterschaft 1954. In Hamburg trafen sich der Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern und der norddeutsche Meister Hannover 96. Immer mehr drängen jetzt die Norddeutschen. Sie werden klar überlegen. Und in den letzten 15 Minuten bricht die Walter-Elf völlig zusammen. Ein Schuss von Peetz wehrt Hölz ab. Doch da stürmt Wewetzer heran, Tor und es steht 3:1. 81. Minute. Ein Schuss von Wewetzer springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen. 4:1 für Hannover. 4 Minuten später ein neuer Kopfball, diesmal von Peetz. Und 5:1 hat Hannover 96 den 1. FC Kaiserslautern geschlagen. Überglücklich die erfolgreichen Norddeutschen. Landesvater Hinrich Kopf liegt Trainer Kronsbein in den Armen. Die fairen Verlierer aus Kaiserslautern. Zum ersten Mal seit 16 Jahren wurde mit Hannover 96 wieder ein norddeutscher Verein deutscher Fußball.